grüne Neune, wo war denn nochmal das Mikro? Ach, hier. Potzblitz, da bist du ja schon. Dann wünschen wir dir viel Spaß mit den 5 Fakten zum verrückten Hotel Tartuffe, die wir für dich zusammengestellt haben. Pass auf, dass du deinen Verstand dabei nicht verlierst. Punkt 1. Hersteller Hofmann. Das verrückte Hotel Tartuffe wurde von der Firma Hofmann ausgestattet, die sich im Bad Rodach befindet. Das Unternehmen ist schon seit einigen Jahrzehnten in der Freizeitparkbranche aktiv und hat sehr viele bekannte Attraktionen mit Animatronics und Effekten versorgt. Im Phantasialand war Hofmann in dieser Hinsicht unter anderem für die Scala, die Silbermine, die Hollywood-Tour und den Octovusi verantwortlich. Und wir garantieren dir, dass du auch außerhalb des Phantasialandes schon mal mit einer Attraktion gefahren bist, die von Hofmann ausgestattet wurde. Im Portfolio befinden sich beispielsweise noch die Themenfahrt Burg Falkenstein aus dem Holiday Park, die Holzachterbahn Mammut aus dem Erlebnispark Trips Drill, die Vogelhochzeit aus dem Freizeitpark Schloss Beck, die Bärenband aus dem Hansapark, das Geisterschloss aus dem Europapark oder die Topi-Laula-Schlacht aus dem Heidepark. Punkt 2. Per aspera ad astra. Ein Fakt für alle Lateiner. An der Außenfassade vom verrückten Hotel Tartuffe ist die lateinische Redewendung per aspera ad astra zu finden, die man mit durch das Raue zu den Sternen übersetzt. Sie bedeutet also, dass man durch Mühsal zu den Sternen gelangt. Diese Redewendung hat ihren Ursprung in einer Tragödie von Seneca, in der es heißt Non est ad astra mollis iteris via, was auf Deutsch so viel heißt wie Es ist kein bequemer Weg von der Erde zu den Sternen. Durch das Raue zu den Sternen. Danke, Labermaus, dass du unseren Fakt nochmal bestätigt hast. Punkt 3. Tartuffe. Sicher hast du schon mal nach dem Begriff Tartuffe gesucht. Und falls nicht, dann sagen wir dir gerne, was dieses Wort ursprünglich für eine Bedeutung hat. Es gibt einen deutschen Stummfilm namens Tartuffe aus dem Jahr 1925, der auf der Komödie Tartuffe oder der Betrüger basiert, die aus der Feder des französischen Dichters Molière stammt. Dieses Theaterstück in 5 Akten löste aufgrund seiner revolutionären Kritik an religiöser Selbstgerechtigkeit einen Skandal aus, der dazu führte, dass das Stück verboten wurde und so lange umgeschrieben werden musste, bis es schließlich am 5. Februar 1669 in Paris uraufgeführt werden konnte. Im Theaterstück beschreibt der Begriff Tartuffe eine fromme Person, die ihre Frömmigkeit missbraucht, um Vorteile zu erlangen. Punkt 4. Kinderlieder. Sicher bist du bei deinen Streifzügen durch das verrückte Hotel Tartuffe schon des Öfteren bei dem einen oder anderen Effekt hängen geblieben. Und mal ganz am Rande, warum sollte man auch durch die 3 Stockwerke hetzen, wenn es doch so viel zu entdecken und zu sehen gibt? Dabei ist dein Blick sicher schon mal auf die 4 interaktiven Bilder gefallen, die auf Knopfdruck jeweils ein Kinderlied wiedergeben. Sie spielen Summ, 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 Bienchen, Summ herum, Fuchs, du hast die Gans gestohlen, Häschen in der Grube und Alle meine Entchen. Die entsprechenden Artworks wurden im Vorjahr übrigens ganz kurz im Themenbereich Berlin angeteasert. Punkt 5. Zimmermädchen. Wenn du mich trösten willst, dann schreibst du in die Kommentare, dass auch du dich nach all den Jahren noch im Labyrinth verirrst. Ganz im Ernst, ich kann einfach nicht der Einzige sein, dem das passiert. Sicher hast du auch schon mal mehr Zeit dort verbracht, als du eigentlich wolltest. Dabei sind dir bestimmt die Aufnahmen von dem Zimmermädchen aufgefallen, das dort sein Unwesen treibt und das wesentlich bessere Dinge zu tun hat, als seinem Beruf nachzugehen. Das Zimmermädchen wurde von Sandra Sprünken verkörpert, die sich unter anderem Schauspielerin, Musicaldarstellerin, Moderatorin und Synchronsprecherin nennen darf. Die Aufnahmen wurden von Spotting Image realisiert, einem Medienunternehmen aus Köln. Ursprünglich hatte Sandra Sprünken ein entsprechendes Video auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht, allerdings ist es dort nur noch zu finden, wenn man über den Link verfügt. Das waren 5 Fakten zum verrückten Hotel Tartuffe. Wir hoffen, dass du deinen Verstand noch hast und würden uns natürlich freuen, wenn du diesem Video einen Daumen nach oben gibst und unseren Kanal abonnierst. Ansonsten wünschen wir dir noch eine fantastische Woche. Bis zum nächsten Mal, deine Phantasialand-Infos.